Jo, Okay. 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 Ich bring dir dann was zu essen vorbei. Ich habe ja noch Essen zu Hause. Ich hatte nur nichts mitgenommen, als ich eben gestorben war. Okay. So, Moment, So, ich liege ich gleich. auch. Ich wollte meine Plattform hier ein bisschen erhöhen. Sie haben mich dahin gerafft. Dabei war ich so gut ausgerüstet. Ich hatte Eisenrüstung und alles dabei. Ja, die habe ich Ja, auch gut, das mit an. dem Loch war jetzt echt ungünstig. Ja, ehrlich. Eieiei. Du und du, ich bin quasi schon im Fliegen. Und da sagst du, voll, da ist ein Loch. Naja, das wusste ich schon nicht. Ich habe das Loch da auch erst in dem Moment gesehen. Und da kamst du schon über den Bergrücken Ich geschwimmt. liege. Liege. Verdammt. So, haben wir So, hier noch ach, wie was hier muss man drin? alles Nee, jetzt nichts drin? mehr da. Obwohl, die Setzlinge können wir schon mal platzieren. Das kann weg. Das Gehirn kann auch weg. Und hier die Kohle, die wird gleich mal weiter verwurstet. Halt nicht hier drin. So. Ein paar Stiegeleins. Hier unten wimmelt's Wunderbar. von Viechern. Ehrlich? Hier ist, oh Gott, ein Enderman. Schnapp ihn dir! Wir stehen auf dem Berg. Der gerade zu mir geworbt. Ich habe eben genau gesehen, dass er in meine Richtung geflogen ist. Komm, Schnapsi, die, komm, Schnapsi, die, Mokepon. Oder wie war Was ist das? das? Ist das mein Pferd? Gott, mein Pferd fällt in die Dings. Was, dein Pferd ist ein Mokepon? Nee. Nein. Wo ist es denn reingefallen? Ja, das will gerade fallen. Hast du denn alles gefunden von mir? Glaube ja. Dann könntest du auch einfach in Richtung Heimat kommen jetzt, wo Tag ist. Erstmal muss ich jetzt hier. Überlegen, wie ich hier wieder runterkomme. Die ganze Zeit am Überlegen, wo wir lang geritten sind. Wir sind ja relativ planlos. Ja, aber wir sind in die Steppe abgebogen und dann sind wir über den Fluss, wo das Pferd was abgesoffen ist. So, und dann sind wir weiter geritten, dann kam ja eine Wüste. Durch die sind wir durch und dann kamen Zum wir wieder an eine Geier Steppe. kann hier noch was bauen, wenn ich hier hunderte von Fackeln reingestellt habe. Unmöglich. Was ist das da drüben? Ist das ein Dorf? Kann Ich doch habe ein normal Dorf nicht sein. gefunden. Du hast ein Dorf? Ja. So. Hallo, Dorfbewohner. Hättest Na? ein paar Emeralds mitnehmen müssen. Wohnt denn keiner hier? Ich muss mich um den Hallo? Creeper hier kümmern. Da laufen sie. Bleiben Sie mal hier, junge Frau. Aha, Melone. Ist ja unspektakulär. Für 14 Hühnchen gibt es hier einen Emerald. Gucken, was gibt's denn hier in dem Laden? Mal gucken, dass ich noch ein Biber um die Ecke biegt. Oho, was sind denn meine entzündeten Augen? Hängen hier Bücherregale? Soll ich dir jetzt dein Zeug mitbringen? Ja. Ein Sattel und so? Die Ja, das zwei. wäre lieb. Ich übernehme aber keine Garantie drüber, gell? Weiß ja Bescheid. Ja. Das könnte auch schief gehen. Darf mich nicht so an, Dorfbewohner, sonst gibt's Klatsche. Bad? So. Alter, der guckt mich gerade blöd an, weil ich die Bücherregale abbaue. Aber Wo hey, hast du das Dorf Kunden bei uns in der Nähe, oder kostenlose was? Bücherregale. Wenn du die Steppe reinreitest, direkt links rum. Ich bin hier an der Steppe, deswegen reite ich ja nicht rein. Ich habe noch nie die Zeug aus Dings bauen sehen, aus Kobbel. Die haben hier ein Wo Häuschen, steht die, in das der Steppe komplett oder in aus der Wüste? Kobbel. Das steht im Grenzgebiet zwischen Steppe und Wüste. Jetzt hier in einem Grenzgebiet zwischen Steppe und Wüste. Aber offensichtlich ist das nicht das Gleiche. Das ist ziemlich dicht am Spawnpunkt, also ziemlich dicht an unserem Gebiet. Dann reite ich mal hier an der Kante entlang. So, ich grab mich hier mal ein bisschen in die Erde rein und gucken, vielleicht finde ich ja mal was Brauchbares Das ist im an Prinzip Ressourcen. da, wo die Pferde standen. Wenn du da links, nee, rechts in die Steppe reinreitest.
Weiß ich, trifft jetzt hier ein bisschen ab. Was? Wirklich? Da ist auch so ein hoher Berg, da steht eine Akazie drauf, die ganz schräg gewachsen ist. Ganz alleine steht die da oben auf der Spitze des Berges. Die Spitze des Berges. So. Kabelmauer auf den Berg, sehe ich dich irgendwo. Das entwickelt sich jetzt langsam. Ja, ich weiß halt nicht, ob das die Wüste ist und die Steppe. Ich reite halt mal hier so ein bisschen lang. Reite ruhig nach Kompass Richtung Heimat. Was war das? Weil wir waren ja schon eine Steppe weiter. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal straight nach Hause. Genau, und ich halte Ausschau, ob ich dich sehe. Rollin, rollin, rollin. Blues Brothers. Wo ist er denn? Oh, Kühe, schwarze Schafe. Oh oh. Was haben wir denn Peter, da? Was, das bist du, oder? Auf dem Baum stehe ich, auf dem Berg. Ich sehe den Berg nicht, aber ich sehe dich. Ehrlich? Ja. Ah, ich sehe dich. Okay, scheint noch nichts zu sein. Wir unten besteht die Möglichkeit. Ich komm runter, ich hab jetzt hier noch ein bisschen Eisen gefunden. Gott, da ist ein Loch. Und dieses gut. Nicht reinfallen. Nicht. Keine Falle. Nee, das ist okay. Bis jetzt. Ich geh jetzt einfach mal aus, dass der Sattel hier, die ist. An die geliebten Konsumenten. Jawohl. Das ganze Eisen bitte. Max. Ich guck grad, was ich doppelt hab, das müsst ihr sein. Axt und Schaufel hatte ich, ein Schwert hatte ich. Das war schon angefangen, eine Spitzhacke hatte ich. So, Rüstung hattest du. Richtig, eine Eisenrüstung. Das hattest du, dann müsste das deine Fackeln sein. Oh, oh. Müsste dein Eisenerz sein. Hier sind jede Menge Fäden, du weißt nicht, ob die von dir sind. Ja, die sind von mir. So, Eisen. Das Eisenerz, genau. Ja, der Rest weiß ich nicht, hier ist ein bisschen Erde. Ich hatte noch ein bisschen Kohle bei mir. Genau, ich gebe dir mal die Hälfte von meiner Kohle. Das liegt von dir. So, jetzt habe ich im Prinzip alles, was ich hatte. Sehr schön. Ich danke dir vielmals. Müsste ungefähr passen. So, und jetzt zeige ich dir das Dorf. Oha, was ist denn hier los? Vorsicht. Okay. Oh, Alter, geht es da tief runter. Das ist die absolute Todeshöhle hier. Eieieiei. Ei, ei, ei. Geil, Todeshöhle. Hier hin. Und die Möhrchen. Oh, ja, die haben auch Möhrchen, ja. Ja, Möhrchen und Kartoffelchen. Aber die Möhrchen kann ich auch von dir holen, da muss ich die nicht überfallen. Richtig. Ich habe aber ihre Bücherregale, habe ich geklaut. Okay, ja, ich war noch nicht in jedem erstmal. Gebäude drin. Hast du schon mal alle angetradet und mal geguckt, was sie so haben? Vorsichtig abwerfen. Nur einzelne. Warum rennen die alle weg? Vielleicht, weil du ein Pferd dabei hast. Ich wollte ein Schwert in der Hand haben. Guck mal, hier drüben eine Schmiede. Ein Diamanthelm verkauft ja einer. Ehrlich, für was? Für hier Emeralds einige. Hey, guck mal, ich habe Eisenrüstung gefunden. Für dich, komm. Wo denn? Hier steht eine Kiste drin, in der Schmiede. Hier. Schmiede, 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 Schmiede. Guck, hier sind zwei Öfen. Und Dingens, und hier drinnen steht eine Kiste, da ist Eisenrüstung drin. Halt euch die zwei wieder an. Da wird gleich. Da wird gleich. Das ist unnötig, das brauchen die doch gar nicht. Ja, das brauchen die nicht. Das haben sie für uns dahin gelegt. Wahrscheinlich. Eieiei, uiei, hier geht's noch weiter. Ja, die hauen hier. Autos gefällt. Lass mal die Türen offen bei denen, wo ich schon drin war. Da ist ein Arbeitstisch. Weg! Geh bloß weg. Aber was hast du so? So, Bücherregale. Du bleibst unten. Dass hier nichts mehr wächst. Von euch Gesindel. Da, dieses untote Gesindel. So. Ja, früher haben wir die kategorisch abgefackelt, die Dörfer. Ja, aber so mit den Titanen sind wir nicht mehr. Wo, hallo, was war denn hier los? Ehrlich, ihr habt Brandschatzen oder was? Gemacht.
Richtig. Ja. Burn Baby, Burn mäßig. Die haben doch hier Rudelbumsen betrieben. Kannst du doch sagen, was du willst. Da gab es doch auch mal so einen Schmuddelfilm mit so einem ähnlichen Titel. Die können jetzt auch aggressiv werden, gell? Ja. Dorfbewohner. Ihr rennt die übrigens gerade alle hinterher. Was? Da sind ja 3 Stück eben hinterher gerannt. Also wahrscheinlich, weil ich ihre Gäste abbaue. Ich verstehe den ganzen Stress nicht. Die Kartoffeln und die Möhren dürfen sie doch behalten. Ja, nur die Weizensteuer müssen sie so. Die Weizensteuer. Ach du liebe Feudale. Wer hier in unserem Königreich lebt, der muss auch ein bisschen latzen. Richtig. Aha, und ich bin ich jetzt in meinem eigenen Reich, oder? Nein, ich sagen, du gehörst dazu. Nächstes. Ja. Wir haben auch schon die Schwerter gespitzt. Hä? Oh, es wird dunkel. Hast du mein Bett gefunden? Ich bin hier in der Höhle rein. Moment, ich versuche wieder rauszukommen. Ich kann nichts versprechen. Kann es sein, dass du eins aufgestellt und nicht abgebaut hast? Nein. Behaupte ich jetzt mal, aber hier rennen Schafe rum. Schnell töte sie. Töte sie. Töte sie. Töte sie alle. Jawohl, und mach's weiter an der Weizen. Kann man eigentlich vom Pferd aus direkt draufhauen? Wo sind denn die Schafe? Oh ja, das geht. Hier, da. Bam, 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 bam. Fall um, du Totschaf. Ach, da waren ja noch Fackels. Da hab ich das nicht gesehen. Nicht so einfach. Brauch noch eine Wolle. Bin ja einer. So, hier raus. Ja. Ich hab noch einen müssen. Hier, wieder bei der Schmiede. Also in der Nähe von der Schmiede hier. Okay, was ist denn jetzt näher? Meins oder? Mit einem Arbeitstisch. Korba. Brauch ich keinen bauen. Und dann geh ich zu Korba. Oder doch zu mir? Nee, ich geh zu mir. Das ist näher. Da, oder? Ja. Hast du jetzt genug? Nein. Hier bin ich. Wo ist denn hier? Hier, ich hab eine Fackel aufgestellt. Ich hab deinen Namen eben schon gesehen. Ich eile. Komm mal hier. Sonst, wenn ihr wollt. Nein. Ja. Voilà. Danke. Hab ich's? Nee. So, da hinten ist nämlich ein Arbeitstisch drin in der Küche. Oh, ich liege. Das ist sehr schön. Da kommen schon die Zombies. Ich komm doch schon. Mach die Tür zu. Kann nicht hexen. Jetzt steht. Oh oh. Die klopfen schon an der Tür. Ich liege nicht. Monster ich kann, sind in der Nähe. Monster sind in der Nähe. Moment. Oh. So, hinlegen. Liege. Hui. Anschlussvoll. Ah, da brennt ein Zombie an der Tür. Muss ich schon sagen. Das war jetzt gut. So, ich muss unbedingt wieder das Inventar leer machen. Ihr Villager, geht mal vor die Tür, da ist ein Zombie. Au! Ey, hör doch auf, den zu hauen! Ich hab den doch gar nicht gehauen. So. Ich will mit den handeln. Ich hab den doch gar nicht gehauen. Natürlich hast du. Au! Nein, das sind die Zombies, die fressen den. Guck doch mal! Was soll denn das? Dann hauen doch tot! Hab ich doch gerade gemacht. Du stehst die ganze Zeit neben dran. Jetzt hat er bestimmt mein Händler umgebracht. Was wolltest du denn kaufen? Also ich wollte mir ein paar Emeralds kaufen für ihre eigene Gerste. Ja klar, genau den hat er umgebracht. Was für ein Reibach, ey. Das ja, voll angedingst. Wieder mal böse. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Der Einzige, der hier für Weizen mir Emeralds gibt, und den lässt du abschlachten. Ich hab den nicht abschlachten lassen, der Zombie hat die Tür, also die haben die Tür. Was ist denn hier los? Warum stehen hier 4 Leute drin, ne? Das ist wahrscheinlich ein Swingerclub hier. Ein Swingerclub, oh. Mann. Du schaust mal, dass der Club den Diamanthelm holen. Ja, zum Glück nicht. Gut, Scheiße, jetzt geh nach Hause. Bring auf. Das wäre lustig, wenn man mit 2 Mann reiten könnte. Weißt du, wo es lang geht? Ja. Bleib mal hier. So. Guck mal, ob ich aufspringen kann. Nö. Also lustig. Das ist normale, ja, das ist normale. Den Lord Krüppel werde ich doch mal stehen lassen. Na, hier sind die Fälle. Dann werde ich mir jetzt den Schimmel mitnehmen. Wo bist du, Schimmel?
Ah nein, guck mal da. Das ist wieder so ein ganz braunes. Hey! Meine Konsumenten, um euch auch gleich mal darauf hinzuweisen. Ich bin ab 7. November nicht erreichbar für 5 Tage. Und erst dann werde ich wieder Videos uploaden können. Aus, ich nenne es mal aus Gründen. Ja, du kannst natürlich auch YouTube-Partner werden und könntest das einfach planen. Alles automatisiert. Was heißt das? Naja, also, wenn du lädst es hoch und sagst, dann soll es freigeschaltet werden. Ja, gut, dann lädst du die alle im Voraus hoch und es wird alles zu einem bestimmten Datum, wo du es einstellst, halt veröffentlicht. Gut, das Problem ist bei mir, ein Upload dauert bei mir zwischen 6 und 16 Stunden, je nach Größe. Ja, da muss er mal ein bisschen Gas geben. Weil ein Video bei mir sind ja schon ein paar etliche Gigabyte hoch. Von der Größe. Das verstehe ich gar nicht. Das ist Lagarit. Was dafür sorgt. Ja, aber wirklich besser ist er nicht. Naja. Wie macht man denn ein klebriges Seil? Was? Ein klebriges Schleim? Seil? Dieses Rezept ist mir gar nicht geläufig. Mit Schleim und was noch? Das weiß ich nicht. Weil ich möchte gerne das Pferd anbinden, sonst rennt's weg. Wird mein Pferd einen Stall bauen, glaube ich. Moment, ja, aber eine Axt habe ich noch. Bis der fertig ist, muss ich es irgendwo hin tun. Ich werde mein Pferd Derpy nennen. Nein. Wie kreativ. Nein. Nein. Oh nein. Wie nein, nein. Was soll denn das? Lasst mich. Wir haben schon genug Pferde. Sag mal, Sainz hat er doch zurückgelassen in der alten Welt, ne? Kann schon sein. Okay. Ich weiß nicht, wie das Seil geht. Sag mir mal eine. Ich weiß es nicht. Ich kenne dieses Rezept nicht mal. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie so ein Schleim-Dingsbums da gibt. So. Hm. So, das fährt man. Oh, das ist noch gar nicht zu. Da muss ich wohl nachlesen. Mit mal so. Augenblick. Zack. Kurzes Standbild. So. Ich scrolle. Und jetzt. Achso, jetzt habe ich ja keinen Stein mehr dabei. Ah. Nach. Jetzt habe ich hier. Ah, noch ein bisschen da. Sehr gut. So, was zählt denn das? Karotte am Stock? Diamond Block, Item Frame, Painting. So, wunderbar. Da. Oh, so geht das, okay. Jetzt wird hier mal wieder ein bisschen reingeballert. Wie geht zack, das? Zack. Oben. Zack. Wunderbar. Also, in die erste Reihe zwei Stück, in die zweite links eins, in die dritte rechts eins, also Faden, und in die Mitte ein klebriges. Okay, dafür brauche ich jetzt erstmal Fäden. Ich habe Fäden. Ferdi, bist du noch da? Derpy! Oh je. Derpy? Nein! Derpy! Ach, da unten bist du. Ah. Mir fast ein Verlust. Du hast wenigstens vorher abgesattelt. Abgesattelt. So, du kommst jetzt hierher. Hier oben darfst du dann. So. Guck mal. Jetzt so, muss ich gleich nochmal zu den Fäden. So. Oh, wie süß! Ja? Wenn wir auch mal eine kleine Spur bauen. Ja, nicht aufregen. So. Ganz ruhig bleiben. So, nochmal. Beten kam wohin? Hey, das Seil verbraucht sich gar nicht. Hallo. Was? Eine Kuh. Wie war das jetzt gerade mal der Aufbau? Den Sitzling habe ich. Den habe ich keinen. Oben? Ach, ja, Weizenbarke, das Tier. Schade. In der zweiten, eins. In der dritten, drei. Da kommen überall Seile hin. In die Mitte kommt ein Schleimball. Ich weiß, zwei Stück gibt's da direkt noch. Ach, zwei, ich ja. Weiß, deswegen habe ich noch eins übrig. Schön. Das mache ich jetzt. So, haben wir Erde dabei? Ne, wir haben keinen dabei. Hm. Wir noch ein bisschen Holz von drüben aus dem Lager holen. Und dann baue ich ihm mal eine kleine Box. Und wenn wir das nächste Mal mehr Zeit haben, dann tue ich ihm einen schönen großen Stall bauen. Mit Koppel. So, schauen wir mal. Schäden? Oh, nur leicht. Bis jetzt.
Woods haben wir keins mehr, aber hier haben wir noch. Gut, brauche ich noch mehr Erde. Gut. Nehmen wir einfach mal alles sehr mit. Gut. Doch, wir müssen ja auch dann gleich aufhören, ja. Oh, was? Schade. Das ist ja schon 19 Uhr gleich. Was? Ja. Das ist heute aber schnell gegangen. Ah, ja, ein Quickie. So, Ferdi. Genau. So, dann machen wir mal das zu. So, die Ranch hier, die machen wir, den Stall machen wir mal hier unten hin. Er stöhnt ihn jetzt schon um die Uhrzeit hier rum. Da mache ich hier nämlich nur so eine Art Unterstand. So. Nüner, ne? So. Aus wie ein Creeper. Muss der mittendrin sein? Du kannst dich doch an den Zaun machen. Ja, ja. Zaun so pfostenmäßig? Ja, genau. Einmal hinstellen, dann so. Ihn anleihen und dann noch mal auf könnte das man nicht Ding. Hier? Vielleicht noch ein bisschen schöner wird ziehen, obwohl ich lasse das mal. So. Du kriegst jetzt erstmal einen Stein, da. Machen, oder soll ich es jetzt machen? Oh, Mama. Mal gleich. Ja, wir machen das gleich. Damit dir da nichts auf die Rübe fällt, mein Freund. Die Rübe. Die wunderschöne Rübe. So, und jetzt mache ich den Krübelbaum doch weg. Was weg ist, ist weg. Das wird noch natürlich anders, der Leute. Brauche ich hier noch einen Arbeitstisch? So. Brauche ich mal kurz vorübergehend. Ich brauche hier ein paar Stufen. So. Ich mache ihm da eine schöne geschützte Box. Oh, obwohl, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und die Kiste kommt jetzt erstmal der Sattel, damit der nicht verloren geht. Sattel immer ganz wichtig. Die kriegt mir jetzt ja auch irgendwie einfacher, aber ich weiß nicht mehr wie. Hm. Oben drauf. Ah, hier. Jo, ich lock mich dann auch direkt beim Pferd aus. Ja, Moment, Moment. Damit wollte ich nur sagen, dass ich nicht auf den Turm gehe. Okay. Ja, ist ja okay. Bin gleich soweit. Ich mach hier gerade noch die zwei Handgriffe, dann mach ich das nächste Mal fertig. Ist halt nicht genug Zeit. So. Das wäre jetzt eh zu hektisch. Na, Ferdi? Schon gut, Derby. Du brauchst nicht aufgeregt sein. Das Pferd ist jetzt quasi im Terrarium. Pferd im Terrarium? Machst du ja, das, was man ursprünglich als Terrarium geplant hat. Für die Spinnen, ja, das habe ich gesehen. Das habe ich heute gesehen. Also machst du so ein Seepferdchen dann raus. Na gut, dann bin ich jetzt auf Betsy, ich bin bereit. Sekunde. Ich bin auch bereit. Ich flitz schnell. Ich bin doch gerade um hier die Kollekte noch eingefahren habe. Die Kollekte? Ja. Von den Gläubigen oder den Ungläubigen? Nee, ja, nur von diesem Baum. Die Setzlinge und so weiter. So, okay. Noch zwei Brote hinterher. Wunderbar. Ja. Ja, ich hoffe mal, euch gefällt die neue Welt. Ja, das hoffe ich auch. Ich find's knorke. Ich auch. Wie ihr es findet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Lösung gut findet und so weiter. Oder nicht. Wäre interessant. Ja. Denkt euch an, macht das mal. Genau, und ansonsten, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Ciao. Adios. Tschüss.